Hey ho und willkommen zurück bei Republic Commando. So, die letzte Aufnahme ist jetzt ungefähr einen Tag her, glaube ich. Ich würde dich jetzt mal vermuten. Und wir gehen weiter. Hinterhalt! Och nein! Oh. Dabei geht's unserer Health nicht ganz so gut. Ach je. Ah, haha. Ist etwas regungslos. Die Kollegen sind ein bisschen aktiver. So, was war das für ein Overlay? Erstmal ist mal das hier. So, wir bräuchten mal wieder Bacta. Ach, ich liebe die Musik. Moment, ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörer ein bisschen lauter machen. So, das ist besser. Mehr Action, mehr Lautstärke. Aha. Oh nein! So. Hoffentlich ist hier ein Bacta. Ah, wir werden es rausfinden. Hey, der flüchtet. Ha, hat er etwa Angst vor uns? Also ich hätte Angst. Ne, denn wir sind schließlich der Squadleader vom Republic Commander, das Delta Squad. Aber jetzt Commander gesagt. Achten Sie auf Hinterhalte. Scheint Sklavenhändler zu sein. Ich glaube, ich habe jetzt Commander gesagt. Ich meine natürlich Commando. So. Aha. Noch die letzten beiden Tasten und wir sind drin. Nehmen wir lieber hier die Waffe. So. Nein, ich will ja diese Dinger. Die sind die schlimmsten von allen. Hey. So, weg mit dir. Das sind aber auch überall, ne? So, ist hier irgendwas versteckt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gucken der da überhaupt her? Das ist alles dicht. So, hey ho, ihr Kollegen. Hab schon auf euch gewartet. Hey, der hat ziemlich gut getroffen. Naja, ihr wisst ja, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir holen lieber nochmal Bacta. So. Umgebungsmine. Unangenehm. Ah, gut, dass du sagst. Ja, auf der Entfernung kann man es vergessen. Wir entschärfen die mal lieber. Wie bitte, Sir? Ich hab Sie nicht verstanden. War wohl nur eine Verbindungsstörung. Naja, dieses Verdammt, das ist ja noch okay. So ein großer Verlust war das jetzt nicht. Die haben die ja ganz gut klein gekriegt. Ah, da ist ja noch einer. Wenn die das nur endlich lassen könnten. Da wäre ich dem auch sehr verbunden. Na toll, da wäre eh nochmal Bacta. Huch, ach, guck an. Gut, dass diese Anzeige ja kam. Ich wäre sonst vor da reingelaufen. So. Weg damit. Ach, die sind aber auch echt überall, ne? Noch eine Barrikade. Diese Echsen gehen mir langsam auf den Wecker. Geht's denn hier lang? Eine elegante Waffe für zivilisiertere Zeiten, ne? Tja, die Zeiten haben sich geändert. Okay, das Zitat fand ich cool. Schade, dass ich es nicht mitnehmen kann. Okay, bevor wir hier lang gehen. Ich will nochmal ganz kurz Bacta und dann gucken wir da mal hoch. Gut, wir hätten das wahrscheinlich auch ohne Bacta überstanden, aber wie gesagt.
Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Was gibt's denn hier oben? Saving Checkpoint. Das gefällt mir nicht. Na gut, wir müssen wahrscheinlich sowieso hier lang. Ja, Sir. Was zur Hölle ist das? Ja, das war nicht aus. Was? Wir brauchen Verstärkung! Da, Kommandos! Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Sir! Stirb, du Kaltblütiger! Ja, ja, keine Sorge, ich komme gleich. Ich spring das immer noch weg, dass wir diesen Durchgang einfach haben. Damit wir noch den Bagdad-Tank holen können. Also, wenn wir ihn brauchen, falls hier kein neuer kommt. So. Was man hat, hat man. Huch, was ist das denn? Jetzt haben diese Trandoshaner schon irgendwelche Suits hier an. So geht das aber nicht. Moment, ich muss meine Waffe finden. Boah, ey. Der hält ja mehr aus wie Superkampf-Druide. Das gibt's noch nicht. Boah, das gibt's auch nicht. Zum Glück habe ich das Quicksave für mich entdeckt. Ah, den hatte ich glaube ich nicht. Boah, ey, der zieht aber auch direkt rein, ne? Ah, Bagdad, Bagdad. Ach, zum Glück haben wir dieses Implantat. So, wir sind wieder voll. Die Waffe möchte ich. Kommt er nicht hervor? Er kommt doch sonst mal ja gelaufen. Dann nehme ich halt die Waffe. Ich bin gerade auf einen schwer bewaffneten Trandoshaner gestoßen. Ja, das ist war jetzt ganz sicher kein Sklavenhändler. Roger, was ist der jetzt so schnell kaputt gegangen? Angriffssöldner, trandoshanische Elitekämpfer. Ich habe gehört, dass sie mit LS-150 ACP-Repetiergewehren ausgerüstet sind. Sie haben richtig gehört. Eklige Waffen. Das haben wir gemerkt. Der ging jetzt aber ziemlich flott kaputt. Na, wer weiß, vielleicht habe ich den Kopf da eher getroffen. So, wir gehen mal lieber eine Stückchen zurück. So. Ich nähere mich dem Treffpunkt. Verstanden, Sir. Naja, kommt doch gleich nochmal einer. Verdammt, ich hasse diese Sammler. Boah, die sind echt die Schlimmsten, ne? Die sind echt nervig. Noch einer. Sag mal. Du wärst eigentlich kaputt gegangen, ne? Mein Freund. War das? Ja, ja, komm. Was war das denn jetzt für ein Wurf? Das war ja ein bisschen... Da war kein Schmackes dahinter. Aber hier gibt es wieder Bagdad. Zum Glück stehen die ja einfach überall auf dem Schiff herum. Zumal ja die meisten, also wir können die ja nur als Kommandoeinheit mit dem Implantat hier nutzen. Die anderen brauchen das ja gar nicht so richtig. Was ist da gerade in die Luft geflogen? Delta 4-0 am Treffpunkt eingetroffen. Hinter Ihnen! Wie jetzt in der... Ach du. Ah, das war besser. Ja, ich wollte schon sagen, wo kommen denn die auf einmal her? Ich versuche sie zu hacken. Dann erhalten sie ihre Position. Naja, die Kampfdruiden sind weniger ein Problem. Halten sie noch ein paar Sekunden zurück. Bin gleich da. Ah, jetzt wird es langsam schwierig. Ja, ich könnte Unterstützung gebrauchen. Sir, ich decke Sie.
Dankeschön. Pixar, das ist perfekt. Gutes Timing. Ja, ich brauche aber vorher noch Bacta. Ah, na gut, hier ist ja eh ein neues Level. Vergessen Sie die Droiden, verschwinden wir hier, Sir. Ja, ja, ich mache ja schon. Fixer, du hast doch recht. Bewegung. Schwere Schäden am ganzen Schiff. Ausschwärmen, Sklavenhändler. Ja, die sind auch für uns eine Leichtigkeit. Guter Schuss, Sir. Genau wie im Simulator. Na, finde ich auch. So. Lass uns mal ein bisschen vorrücken. Nicht gegen die Tür rennen, Fixer. Ja, siehst du, jetzt haben wir das Problem nämlich. Zur Seite, Sir. Ja gut, wenn du das sagst. Ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Vor mir. Wir decken sie 3-8. Ach, der Fixer hat er wieder die Tür blockiert hier. Jetzt ist er offen. Oh, was ist das denn hier? Diese Tür ist ein bisschen nervig. Uff, das war etwas unerwartet. Jetzt werfen die auch schon Granaten. Los geht's. Formation einnehmen. Ja, Sir. Halten Sie Ausschau nach Bacta. Naja, das kennen wir inzwischen. Das sollte es gewesen sein. Eine Hexe weniger, um die wir uns kümmern müssen. Ja, da war aber noch irgendwo eine. Lade nach. Ah ja. Perfekt. Sehr schön. Das nehmen wir mal an. Das dort unten ist 07. Sie verhören ihn. Erteilen wir diesen Echsen eine Lektion. Das nennen die Verhören. Da will ich auch gar nicht wissen, was, was die unter richtigen Verhören verstehen. Ja, wo geht's denn hin? Sklavenhändler. Ja, vielen Dank. Ich würde euch auch gern loben, aber ich rede ja meistens dies nicht, mein Charakter. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Die automatischen Schütze sind online, aber dieser Trando hat die Steuerung zerstört. Wir können sie nicht abschalten. Prima. Da ist er gleich wieder Bacta. Na, das nehme ich doch gern. Das steht ja halt echt überall rum, ne? So, halte ich erstmal. Ich mache das schon. Ah, es sind doch ein paar mehr. Delta 4-0 hat sich erholt. Sehr gut. Ah, jetzt hat er mich ja wieder. Zum Glück haben wir unsere Schilde aktiv. Boah, ey. Lass mich endlich an dieses Geschütz hier. Na toll, jetzt kommen keine mehr. Will jetzt aber trotzdem schießen. So, den Spaß wollte ich mir jetzt noch gönnen. Oh, das ist aber ziemlich rotationsmäßig angelegt. Sieben müsste hinter dieser Tür sein. Los, beeilen wir uns. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Ja, das mache ich auch mal lieber. Ich bin gleich fertig. Tür ist offen. Ich hoffe, das stört ihn nicht, wenn ich da jetzt gleich eine Granate reinpfeffe. Ah, das war jetzt ein bisschen sinnlos. Ich muss nachladen. Mach das. Na, ja, nicht wieder diese. 4-0 hat's erwischt. Hilft ihm. Ich dachte, ich mache einen auf No-Scope, aber
Viecher. Diese Tür, ey. So, ich glaube, das war's. Delta Leader, bringen Sie Ihre Einheit auf Trab. Ja, das wissen wir doch. Das ist ja nicht blöd. Machen wir von hier aus. Der gehört mir. Bin kampfbereit. Alles klar, Sir. Beide eliminiert. Gib mir Rückendeckung. So, komm wieder auf die Beine, mein Freund. Dämlichen Echsen dachten, ich verrate ihnen die Betriebsdaten des Schiffs. Schon gut, Kommando. Sie sind in Sicherheit. Gut. Ich muss noch ein paar Echsen töten. Ich glaube, sie halten 6-2 im Zellentrakt fest. Dann nichts wie hin, bevor ihn die Schuppis in die Mangel nehmen. Ihr könnt übrigens auch gerne Unterstützung geben. In Deckung Deltas. Angriffsformation einnehmen. Ja, ihn hat's erwischt. Ich versuche irgendwie hier ranzukommen. Oh. Gib mir Rückendeckung. Volltreffer. Hast du ihn kalt gemacht? Boah, ey, der Fixer, ne? Krasse Sache. Ah, da hat uns schön ein paar Headshots verpasst, würde ich meinen. Nicht wieder alleine hier vorgehen. Ah, was ist das denn für eine Waffe hier? Suchen wir Data 6-2. Warum hat die da nur einen Schuss gerade gehabt? Gute Arbeit, Leader. So, das ist schon besser. Genau, ihr versorgt euch schon selbst, das ist gut. Kommando geheilt. Genehmigen Sie sich etwas Bacta. Hole Bacta. So, ich nehme auch nochmal, bevor wir ins nächste Level reinstolpern. Bin einsatzbereit, Delta-Team. Wir auch gleich. So, ich würde sagen, weiter geht's. Hupp. Jailbreak. Volle Deckung. Vorsicht, noch mehr Sklavenhändler. Granate. Oh nein, Granate. Oh. Angriffsformation einnehmen. Roger. So, erstmal den Granatwerfer da oben wegmachen. Von hier kriegen wir sie nicht. Sie erleben einen Meisterschützen in Aktion. So, ich könnte mir vorstellen, die kommen jetzt hier aus diesen beiden Türen. Ihr macht das, ich übernehme das. Sehr schön. Von hinten kommen die auch noch? Nee. Hä? Ach. Der Kollege ist auch weg. Das war's wohl schon? Nee. Guck mal, ob hier noch ein paar kommen. Ansonsten bleibt da dort erstmal. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir können weiter. Gehen wir weiter. Von hier kriegen wir sie nicht. Die Tramlos wissen, dass wir 6-2 zu Hilfe kommen. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Und nachladen. Alles klar, Sir. In unseren Visoren wird der Radius des Minenzünders angezeigt. Gut, dass du sagst. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Nein, das wollte ich doch selber machen. Ignorieren Sie den Befehl. Rücke vor. Gibt mir Rückendeckung. Sehr gut. So viel zum Thema. Gibt mir mal Rückendeckung. Könnt ihr mich nicht wieder hochholen? Das könnt ihr auch sonst immer. Hier hatte ich den letzten Quicksave. Na, so machen wir das aber nicht. Ah, nein. Load Game. Das machen wir. Ja. So, das sieht besser aus. Wissen, dass wir 6-2 zu Hilfe kommen. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. So, machen wir das gleich nochmal. Dieses Mal übernimmt das einer von euch. Ohne uns zu töten. Ich entschärfe die Falle. Keine Störungen, okay? Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online.
Durchhalten, Deltas. Sieben Hilfen, 4-0. Das kann ich nicht tun, Sir. Gute Arbeit, meine Acht. Jetzt hast du ihn da auch umgehauen. Das kann ich nicht machen. Ja, du sollst auch gar nichts machen. Keine Chance, Sir. Oh nein, hoffentlich treffen die mich nicht. In unseren Visoren wird der Radius des Minenzünders angezeigt. Scheiße. Ich hab schon gedacht, nein, hoffentlich geht diese Mine nicht hoch. 4-0 am Boden. Naja, ja, toll. Jigsaw braucht Hilfe, bin unterwegs. Ah, das gibt's doch nicht. Momentchen. Ja, das habe ich ja schon fast gedacht hier. Oh Mann, sorry. Das war aber auch ein bisschen unbeholfen von mir. Jetzt läuft's besser. Die Kanos wissen, dass wir 6-2 zu Hilfe kommen. So. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Von hier kriegen wir sie nicht. Bin unterwegs. Ausgezeichnet, Teamleader. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Platziere Mine. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. So, dieses Mal klappt das besser. Ich weiß das, danke für den Hinweis. So. Achtung, Granate. Ich liebe dieses Geräusch. So. Großartiger Schuss, Delta 3er. Erledigen wir sie von hier, Delta. Die haben keine Chance gegen mich. So, ich guck mal, ob da welche kommen und wenn ja, dann gibt mir einfach Rückendeckung. So, jetzt aber. Hey, wir hatten euch gesagt, dass ihr weg dürft. Präzisionsschuss einleiten, Delta. Ah, schieß über. Delta, montieren Sie sich. Vergessen Sie das Bagdad. 07 bricht ab. So geht das. Ah, hat er sich selbst hochgejagt? Nee, leider nicht. So, wir sollen zusammenbleiben. Gut, da drüben geht es anscheinend weiter. Wir gehen mal hier hin. Was heißt denn hier Hinterhalt? Oh. Danke fürs Hochholen. Das jetzt hier für eine Veranstaltung. So. Treffer versenkt, Sir. Ah, das ist aber alles. Kommt mal hierher. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. Bevor wir dort hinten weitergehen, wir brauchen Bagdad. Ah, jetzt heißt es aber. So, jetzt aber. Jeder holt sich Bagdad. Bin einsatzbereit, Delta. Gut. Geh in Position. Ich nehme auch nochmal. Wo geht's denn überall lang? Hier war jetzt nichts, ne? Die kam ja nur raus. Oder? Ach, okay. Gut. Jetzt haben wir die Orientierung komplett verloren. Achso. Formieren. Geh in Position. Gehen wir nach. So. Alle dabei. Das ist prima. Laut der Baupläne führt diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes. Dies ist ein Sperrgebiet. Schön, dass er auch wieder Bagdad ist. Wo ist es? Beseitigt. Gut gezielt. Gute Arbeit, Sir. Die gehen ja aber ziemlich fix kaputt, was das angeht. Tür öffnen, Delta. Gib mir Deckung, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Ja, keine Sorge. Deckung. Grün heiß, los. Gut. Und ich würde meinen, jetzt ist erstmal rot angesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut.